Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ersten Vortrags- und Diskussionsveranstaltung der Internationalen Sommerakademie in diesem Jahr. Einige von uns kommen gerade von einem wunderbaren Spaziergang durch den Stadtteil Lehen mit der Frau Untner, die heute auch bei unserer Diskussion auch noch dabei sein wird. Das Veranstaltungsprogramm 2014 steht unter dem Titel, unter dem Thema Städte, Räume für Kunst, Politik und Leben. Perhaps I should say to those who are not speaking German, there is a translation, thanks to Robert Gieshammer, and you can get earphones over there if you need it. Ich freue mich sehr, dass wir mit Felix Wiegand beginnen. Sein Vortrag trägt den Titel Die zeitgenössische Stadt und ihre Herausforderungen, urbane Entwicklungen zwischen globaler Neoliberalisierung, Wirtschaftskrise und sozialem Protest. Meine Idee war, also vielleicht zuerst noch kurz, warum sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen? In diesem Jahr ist das erste seit vielen Jahren, dass die Internationale Sommerakademie praktisch ausschließlich bis auf den Steinbildhauerkurs sich in der Stadt Salzburg wieder befindet. 17 von 20 Kursen sind auf der Festung Hohen Salzburg, 2 sind in der Stadt. Einer von den zweien ist der Kurs von Robert Kuschmirowski, der sich im Moment gerade mit öffentlicher Kunst, Kunst im öffentlichen Raum beschäftigt. Und für mich ist dieses Thema, die Sommerakademie kommt in der Stadt Salzburg an, ein ganz wichtiges Thema in diesem Jahr, deswegen das Thema Städte. Städte bestimmen unser Leben, unsere Welt extrem in diesen Tagen. Und ich dachte mir, wir beginnen am besten mit einem sehr allgemeinen Text über das, wie ist sozusagen international, wie wird das Thema Städte heute global positioniert? Und da, finde ich, ist Felix Wiegand genau unser richtiger Vortragender. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, er hat Politikwissenschaft auf der Universität Wien studiert und wie Sie da jetzt auch sehen können, er ist derzeit Mitarbeiter vom Institut für Humangeographie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Seine Arbeitsschwerpunkte sind kritische Raum- und Stadtforschung und das Werk von David Harvey. Er hat kürzlich auch ein Buch herausgeschrieben und es ist erschienen im Westfälischen Dampfboot in Münster, David Harveys urbane politische Ökonomie. Sie haben vielleicht von David Harvey gehört, er hat ein berühmtes Buch vor einiger Zeit geschrieben, Rebel Cities. Und das wurde auch sehr viel diskutiert in den letzten Jahren, wie es in vielen globalen Städten zu Aufruhren gekommen ist. Also Stichworte arabischer Frühling, Istanbul und so weiter. Wir leben ja in einer sehr friedfertigen Stadt, wo es keine Aufruhre soweit bisher gegeben hat. Aber wenn wir, also da sind manche andere Meinungen, mir kommt es heute vor, aber wenn wir ins Ausland fahren, um Ausstellungen anzuschauen oder wo, wie auch immer, wie letzthin in Istanbul bei der Biennale-Eröffnung, da sieht man dann schon, dass viele Städte auch wirklich Zentren von sozialen Konflikten sind, wiewohl es natürlich hier auch soziale Konflikte gibt. Ich bin jetzt schon am Ende und bitte David Harvey für Felix Wiegand für den Vortrag. Es wird der Abend so ablaufen, eine Stunde ungefähr wird Felix Wiegand sprechen und dann gehen wir unmittelbar in die Diskussion und da haben Sie dann auch die Gelegenheit, sich an der Diskussion zu beteiligen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die einleitenden Worte und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, um mit Ihnen gemeinsam über die zeitgenössische Stadt und ihre Herausforderungen zu sprechen. Vielleicht einleiten ein paar kurze Gedanken, bevor ich sage, was ich vorhabe in der guten Stunde. Sie haben es schon angesprochen, die Stadt gegenwärtig ein heißes Thema. Stadt ist sehr stark im öffentlichen Fokus, es gibt ein sehr starkes öffentliches Interesse an dem Thema Stadt. Wir merken es auch zum Beispiel in der Wissenschaft, dass wir relativ viele Anfragen kriegen aus Zeitungen, aus Medien etc. für Vorträge, für Wissen. Und ich würde sagen, das verweist darauf,
Auch das wurde schon angesprochen, dass Städte aktuell massiv an Bedeutung gewonnen haben gesellschaftlich, nicht erst seit gestern, aber sozusagen mit den aktuellen urbanen Auseinandersetzungen, Konflikten, mit ökonomischen Prozessen, sozial, kulturell, man bezieht sich positiv auf Städte, auf urbanes Leben. All das sozusagen rückt die Stadt in den Fokus und gleichzeitig ist eigentlich immer unklarer, was genau Städte eigentlich sind. Das heißt also, wo Städte anfangen, wo sie aufhören, welche Grenzen sie haben, räumlich, politisch, was Städte überhaupt entscheiden können, was urbanes Leben ausmacht. Es gibt da verschiedene Begriffe dafür und zwei prominente vielleicht aus meiner Perspektive. Henri Lefebvre, ein marxistischer Philosoph, Soziologe aus Frankreich, hat in den 60er, 70er Jahren schon von der Urbanisierung der Gesellschaft gesprochen. Also sozusagen urbane Lebensverhältnisse breiten sich auf alle Bereiche des Lebens aus. Und aktuell, was sozusagen ein relativ neues Konzept ist, von Neil Brenner und anderen, Planetary Urbanization, auch hier die Idee, dass sozusagen urbane Prozesse den ganzen Erdball umspannen und längst nicht mehr nur in den Städten konzentriert sind, sondern auch die Natur, sozusagen unberührte, vermeintlich unberührte Regionen von urbanen Prozessen durchzogen werden. Also ganz verschiedene Ideen, ganz verschiedene Zugriffe auf das Phänomen Stadt und diese manchmal auch Begriffsverwirrung, diese zunehmend diffuse Definition von Stadt verweist ein bisschen darauf, dass es natürlich stark darauf ankommt, welche Kategorien, welche Begriffe von Stadt man hat. Je nachdem schätzt man städtische Prozesse unterschiedlich ein, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Was ist eine gute Stadt, was ist eine lebenswerte Stadt, in welcher Stadt wollen wir leben oder auch nicht. Und entsprechend gibt es starke Deutungskämpfe um die Frage des Städtischen, wissenschaftlich, politisch, gesellschaftlich. Und weil es so ist, möchte ich den Vortrag starten mit einem kurzen Einblick in meine eigene Perspektive. Das heißt, sozusagen Ihnen einen Eindruck davon zu geben, aus welcher Perspektive gucke ich auf Stadt, auf urbane Prozesse, um dann in im Prinzip drei Schritten ein bisschen die zeitgenössische Stadt von hinten aufzurollen. Das heißt, ausgehend von einem Rückblick, einem historischen, auf das, was man so die Krise der Stadt nennt, auf die gesellschaftlichen Umbruchprozesse der 1968er Jahre in einem breiteren Sinne, wo Stadt eine zentrale Rolle gespielt hat. Und von dort aus mir angucken, was die letzten 30 Jahre plus minus passiert ist global und was in der kritischen Stadtforschung als Neoliberalisierung des Städtischen verhandelt wird. Gleichzeitig ein globaler Urbanisierungsschub. Um dann in dem letzten Abschnitt auf die aktuelle Konjunktur zu kommen, auf das, was, sage ich mal, die letzten 5, 8 Jahre passiert ist, was umrissen ist, einerseits natürlich mit der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, wo Städte eine ganz zentrale Rolle drin gespielt haben, was verweist auf den Immobilienboom, die Frage von sogenannten Gewinnerländern und welche Rolle Städte da spielen, Deutschland, Österreich etc. Und vor allem auf den aktuellen Zyklus urbaner Kämpfe, wie wir ihn von Istanbul, Brasilien, die Arabellion etc. bis hin zu den Recht auf Stadtbewegungen, die es auch hierzulande ganz stark gibt die letzten Jahre, sehen. Und das sozusagen als Schlusspunkt. Das sind alles relativ große Begriffe und ich hatte gerade schon das Vergnügen, auch bei der Stadtführung hier dabei zu sein. Und wenn man sich das dann im Konkreten anschaut, konkrete Städte sich anguckt, dann sieht vieles auch anders aus. Und es wird sozusagen auch eine, glaube ich, spannende Frage, inwieweit diese relativ allgemeine Brille, die ich da anwende, dann auch zutrifft auf die einzelnen Städte, auf die lokalen Kontexte, zum Beispiel in Salzburg oder anderswo. Starten möchte ich, wie gesagt, mit einem ganz kurzen Einblick in die Perspektive kritischer Stadtforschung. Nun ist Stadtforschung zunächst, so wie ich es verstehe, eine sozialwissenschaftliche Stadtforschung. Also sozusagen meine Perspektive, ich wurde schon eingeführt, ich bin Politikwissenschaftler, sozialwissenschaftliche Perspektive auf Stadt. Und da gibt es sozusagen, gab es und gibt es relativ viele Ansätze und das ist nur eine kleine Auswahl an verschiedenen Zugriffen, die möglich sind und die historisch möglich waren. Seitdem würde ich sagen, Ende 19. Jahrhundert gibt es Versuche, die Stadt irgendwie zu durchdringen, von ganz unterschiedlichen Leuten. Erstmal Sozialreportagen, dann in der klassischen modernen Soziologie von Marx bis Simmel, Durkheim und so weiter. Und eine dieser Zugriffe hier ist eben das, was ich da näher angucken möchte, nämlich kritische, anfangs vor allem marxistische Stadtforschung.
Diese ganzen Ansätze aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive versuchen meist, irgendwie den Zusammenhang von Stadt und Gesellschaft besser zu verstehen. Das ist sozusagen das, was all diese Ansätze vereint. Und sie machen das meistens anhand von konkreten Städten. Das ist was sich hier durchzieht, sozusagen. Es gibt immer paradigmatische Städte für eine gewisse Epoche. Stadtforscher leben meistens in großen Städten und gucken sich die dann an, meistens die, in der sie leben, und erklären die dann so ein bisschen zum allgemeinen Modell. Das ist aktuell zum Beispiel Los Angeles oder New York. Das war historisch immer wieder Paris. Das war Wien, Berlin. Das war Manchester im 19. Jahrhundert als die Industriestadt oder London. Das ist auch was sozusagen, was diese Städte oder diese Zugriffe vereint. Und was diese Zugriffe auch vereint, ist, dass sie einerseits Städte immer begriffen haben als Orte, an denen man gesellschaftliche Entwicklungen quasi mustergültig wie unter dem Brennglas ablesen kann. Und gleichzeitig Städte als Orte, die sozusagen gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben. Wo also Dinge vorweggenommen werden, wo Dinge gestartet werden, wo gesellschaftliche Entwicklung an Dynamik gewinnt. Was diese Ansätze auch noch eint, als kleiner Nebensatz, es sind fast alle weiße bürgerliche Männer, die Stadtforschung betrieben haben oder auch meistens noch betreiben. Also es ist eine Ahnengalerie sozusagen von Männern. Das hat sich erst die letzten Jahre und Jahrzehnte ein bisschen zum Besseren verändert und wird von mir hier natürlich reproduziert, leider. Wenn wir uns jetzt einen Ansatz rauspicken, den sozusagen dessen Zugriff ich selber auch vertrete oder wo ich mich einordnen würde, dann ist es das, was man als kritische Stadtforschung bezeichnen könnte. Und ich meine damit einen Ansatz oder Ansätze, das ist ein relativ weites Feld, wie sie entstanden sind in den späten 60er, frühen 70er Jahren, verbunden mit Namen wie Henri Lefebvre, Manuel Castells, David Harvey, im Kontext, und darauf komme ich im Detail noch zu sprechen, der eben Krise der Stadt, der Umbruchsprozesse in dieser Zeit, vor allem fokussiert auf Nordamerika und Westeuropa. Und diese geografische Prägung, die hat dieser Ansatz auch behalten. Also es ist immer noch vor allem diese Regionen, die im Fokus stehen. Und in einer Zeit, als sozusagen, wie Elmar Altvater das formuliert hat, ein kurzer Sommer des akademischen Marxismus angebrochen ist, also marxistische Ansätze in den Unis relativ prominent waren, entsprechend auch diese kritische Stadtforschung anfangs sehr stark marxistisch geprägt war, politökonomisch könnte man auch sagen. In der Folgezeit hat sich viel getan auf diesem Feld. Es ist eben nicht mehr einfach nur eine marxistische Stadtforschung, sondern es ist eine breite kritische Stadtforschung, hat sich weiterentwickelt in den 80er, 90er Jahren, sehr viel ausdifferenzierter mittlerweile, hat auch mit Kritik und Selbstkritik sozusagen umgegangen, ist die Frage, was steht im Fokus, was wird ausgeblendet, welche Engführungen gibt es. Und was diese verschiedenen Ansätze, die es da mittlerweile gibt, und es sind wirklich sehr unterschiedliche, feministische, eher traditionell politökonomische, postkoloniale und so weiter, was diese Ansätze, glaube ich, eint als kritische Forschung, ist, dass sie durchgängig versucht, macht- und herrschaftskritisch zu sein, dass sie sich selber versteht als eingreifende Wissenschaft, also nicht der Elfenbeinturm, der sozusagen jenseits von Gesellschaft existiert, sondern durchaus parteiisch, parteinehmend, auf der Seite sozusagen derer, in dem Fall urbaner sozialer Bewegungen, urbaner Kämpfe, die sozusagen versuchen, für eine gerechtere, eine emanzipatorische Stadt zu kämpfen. Und eine Reihe weiterer sozusagen Kriterien, auf die ich jetzt hier gar nicht eingehen will. Veränderungsorientierung wäre vielleicht noch was aus dem Gesagten folgt. Das ist jetzt erstmal alles recht abstrakt, wenn man das konkreter bezieht auf Stadt. Was heißt das? Wie sozusagen sehe ich Stadt ganz allgemein und wie sieht kritische Stadtforschung? Der Fokus liegt da, würde ich sagen, auf grundsätzlich erstmal dem Zusammenhang von Stadt und Kapitalismus. Es wird davon ausgegangen, dass es irgendwie einen systematischen Zusammenhang gibt zwischen städtischer und kapitalistischer Entwicklung. Oft, und das wird auch meinen Vortrag strukturieren, ist die Idee, dass es sozusagen verschiedene Phasen kapitalistischer Entwicklung gibt und die korrespondieren mit einem gewissen Modell der Stadtentwicklung. Die industriekapitalistische Stadt, die fordistische Stadt und so weiter. Ich sage danach noch was näher dazu. Es geht um die Frage, inwieweit gesellschaftliche Machtverhältnisse in Städten, durch Städte produziert, reproduziert werden, inwieweit es Ausschlüsse gibt, Marginalisierungen, inwieweit Widersprüche auftreten, Konflikte, Kämpfe, Dynamiken, Auseinandersetzungen, Krisentendenzen, auch gerade ökonomisch. Und natürlich, und ich habe unten einige Fotos aus Paris sozusagen, Paris als vielleicht die Stadt, die es am meisten verkörpert, rebellische Stadt, also eine Stadt, von der Auseinandersetzungen stattfinden, quasi von 1789
die Pariser Kommune, der Mai 68 bis in die letzten Jahre die Banlieues, die Aufstände dort. Also sozusagen die Frage immer der urbanen Kämpfe, die im Zentrum stehen von kritischer Stadtforschung. Wenn man das kurz zusammenfassen will, erscheinen Städte als Orte, als Mittel und auch als Ergebnis von sozialen Auseinandersetzungen, von Machtverhältnissen, Herrschaftsverhältnissen und sind entsprechend auch historisch veränderbar. Also sozusagen die Städte, die wir heute erleben, sind massiv beeinflusst von vergangenen Auseinandersetzungen, von gesellschaftlichen Prozessen aller Art. Und gleichzeitig, und das ist wichtig, sind Städte eben nicht was Abgeschlossenes, sind keine Entitäten, die irgendwie da sind, sondern es gibt Urbanisierungsprozesse, das Ganze ist fortwährend im Fluss, es ist veränderbar. Und das ist was sozusagen, glaube ich, erstmal ein wichtiger Einblick ist, zu sagen, naja, Stadt ist sozusagen nichts Losgelöstes von Gesellschaft, sondern man muss das irgendwie zusammendenken. Und das würde ich jetzt im Folgenden versuchen, konkreter zu machen, indem ich eben so einen Rückblick mache auf verschiedene Phasen städtischer Entwicklung. Und starten möchte ich da mit der Krise der Stadt, ich sage gleich, was das war, die sich verorten lässt in den eben Umbruchprozessen der 60er, 70er Jahre. Ausgangspunkt ist, das, was sozusagen kritische Sozialwissenschaft allgemein den Fordismus nennt, also jene Periode in der Nachkriegszeit, die als sozusagen das goldene Zeitalter des Kapitalismus erscheinen, in dem Vollbeschäftigung geherrscht hat, in dem es sozusagen den Leuten gut ging, in dem sozialer Fortschritt und Aufstieg möglich war und als Allgemeingut galten, in der, und das sind sozusagen diese drei Begriffe, das ist sozusagen ein theoretischer Verweis, in der auf verschiedenen Ebenen gesellschaftliche Prozesse ineinander gegriffen haben. Das heißt, ökonomische Prozesse, Massenproduktion für Massenkonsum ist so ein Schlagwort, eine tayloristische Arbeitsorganisation, ein Wohlfahrtsstaat, der sozusagen sich darum gekümmert hat, dass das Verhältnis von Kapital und Arbeit relativ ausbalanciert ist, in der sozusagen ein historischer Kompromiss geherrscht hat, Gewerkschaften eine starke Rolle hatten zum Beispiel, aber auch gewisse Lebensweisen damit verbunden waren, gewisse Vorstellungen vom guten Leben, von der Art, wie wir unser Zusammenleben gestalten, von der bürgerlichen Kleinfamilie beispielsweise, neue Konsumgüter, die sozusagen der Kühlschrank, das Auto, die Wohnungseinrichtung, all das, was da sozusagen relativ neu war als Massengüter, als Massenstandard. Warum ist das jetzt interessant aus einer Stadtforschungsperspektive? Weil, so die These, mit dieser Form von Gesellschaft auch eine bestimmte Form von Stadt einherging. Von städtischer Politik, von Stadtentwicklung. Und zwar zum einen Stadtpolitik als quasi Weiterverfolgung nationalstaatlicher Politik, wohlfahrtsstaatlicher Politik, Städte als Transmissionsriemen nationaler Politik, und zwar vor allem mit Blick auf öffentliche Infrastrukturen, öffentliche soziale Dienstleistungen. Also es wurde massiv in Infrastrukturen, Verkehrsinfrastrukturen investiert. Es wurde massiv investiert in öffentliche Schulen, Krankenhäuser, Parks und so weiter. All das, was es natürlich vorher auch gab und nachher auch, aber was hier sozusagen zum Kern wird von städtischer Politik in dieser Periode. Manuel Castells hat es als Einrichtung des kollektiven Konsums beschrieben. Gleichzeitig eine gewisse Form von Städtebau in dieser Phase. Und da sozusagen sind hier im Raum einige Leute, die sich bedeutend besser auskennen. Über Architektur zum Beispiel kann ich auch nichts sagen. Aber was man, glaube ich, sagen kann, dass in dieser Phase eine gewisse Form von funktionalen, modernen Städtebau sozusagen seine Blüte erlebt hat. Wie gesagt, auch da gab es vorher und nachher auch. Es waren relativ hierarchisch-technokratische Planungen, top-down von oben. Und es wurden Städte umstrukturiert an den Erfordernissen zum Beispiel des Automobilverkehrs. Also sozusagen große Highway-Projekte in den USA, große Restrukturierungen in europäischen Städten, große Infrastrukturprojekte allgemein, Universitäten wurden gebaut, Campusgebäude, es wurden Großwohnsiedlungen gebaut, meistens in der städtischen Peripherie, also weit draußen. Diese ganze Suburbanisierungswelle hat sozusagen massiv an Dynamik gewonnen und hier wieder der Verweis, ich spreche relativ allgemein, wenn wir uns die USA angucken, dann gab es Suburbanisierung auch schon in den 20er, 30er Jahren. Wenn wir uns, einzelne Länder in Europa anschauen, dann würden wir sagen, Suburbanisierung war erst in den 80er, 90er Jahren wirklich
total dynamisch, aber als grobes allgemeines Bild würde ich sagen, Suburbanisierung hier ein wichtiger Faktor, damit verbunden eine gewisse Art zu wohnen, die Frankfurter Küche, die sozusagen schon in der Zwischenkriegszeit entwickelt wurde, verallgemeinert sich gewissermaßen, sozusagen es wird der Alltag organisiert, auch sozusagen sehr stark durchsystematisiert, und das Bild, das ein bisschen entsteht, ist sozusagen die Stadt als Fortsetzung der Fabrik. Also die relativ standardisierte Produktion setzt sich in einem relativ standardisierten Wohnungsbau, in einer relativ standardisierten Stadt fort. Und dieses Gefüge, das eben als Fordismus sich beschreiben lässt, das gelangt nun Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in eine Krise. Es war bis dahin undenkbar in der Nachkriegszeit, es gab keine Konjunktureinbrüche de facto. In Deutschland zum Beispiel 66, 67 den ersten, 73 der Ölpreisschock, also sozusagen es gibt auf ökonomischer Ebene Krisenprozesse und es gibt gesellschaftliche Veränderungen. Und das, was dann als Krise des Fordismus sich beschreiben lässt, fasst David Harvey als eine Doppelkrise. Und das muss man jetzt nicht in den Begriffen tun, wie er das tut, aber ich finde das Bild ganz, ganz instruktiv, nämlich zu sagen, es ist einerseits eine ökonomische Krise, also wie er das nennt, eine Krise der Kapitalakkumulation, und andererseits eine Krise der Klassenherrschaft, eine Krise der sozialen Stabilität. Also sozusagen, es ökonomisch kriselt und sozial, kulturell bricht ganz viel auf. Und diese Doppelkrise artikuliert sich auch in den Städten. Was hier passiert ist, dass sich zum einen diese ganzen ökonomischen Prozesse auf städtischer Ebene zeigen und dort auch an Dynamik gewinnen und gleichzeitig auch sozial, politisch, kulturell ganz viel passiert. Verhandelt wurde das, und das ist jetzt insbesondere ein Begriff, der aus den USA kommt, aber auch dann in der deutschsprachigen soziologischen Debatte zum Beispiel verwendet wurde, als Krise der Stadt. Mit der Krise der Stadt bezeichnen StadtforscherInnen zunächst mal ökonomische Krisenprozesse, also das, was sozusagen an Deindustrialisierung passiert, städtische Finanzkrisen in den USA in den 70er, 80er Jahren, auch in Deutschland zum Beispiel, auch so, dass sozusagen Stadtteile veröden, dass irgendwie Einzelhändler dicht macht und so weiter. Damit verbunden soziale Krisenprozesse, auch hier natürlich in den USA zum Beispiel sehr viel stärker sichtbar, Segregation, also Ghettoisierung, wie das dann genannt wird, also sozusagen die räumliche Trennung von Arm und Reich im Stadtraum. Aber es kommt auch ganz viel Kritik auf an diesem funktionalen modernen Städtebau. Es wird also kritisiert, dass die Innenstädte veröden, dass es einen Niedergang gibt, dass sie zerstört werden, dass alte Bausubstanz einfach weggeräumt wird, dass der Alltag relativ monoton erscheint in diesen Pendlerströmen, wo man sozusagen in die Peripherie und dann in die Stadtzentrum, und es ist sozusagen alles relativ unspannend. Diese autogerechte Stadt fördert massiv Umweltprobleme zutage, und diese Liste ließe sich jetzt fortsetzen. Und was passiert ist sozusagen, relativ schnell schon wird es auch intellektuell verarbeitet. Zwei Werke, da gibt es noch eine ganze Reihe andere, Jane Jacobs, die recht früh schon Anfang der 60er Jahre mit Bezug auf die USA das feststellt und kritisiert, dass diese Art von Städtebau, von Stadtentwicklung fehlgeleitet ist, und Alexander Mitscherlich, der in Bezug auf, also im deutschsprachigen Raum, die Unwirtlichkeit unserer Städte beklagt. Also sozusagen ein ganz markantes Werk, auf das auch ganz viel Bezug genommen wurde. Und wenn man sich hier ein paar von diesen Fotos anguckt, zum Beispiel das zweite von rechts, Pruitt-Igoe, ein US-amerikanischer Wohnungsbaukomplex, Sozialwohnungen quasi auf der, in einer Freifläche errichtet, und es wurde dann 1974 gesprengt, weil sich dort die Wahrnehmung, die ganzen Probleme der Stadt, dieser Stadtplanung auch am konkreten Ort manifestiert haben, Kriminalität, Niedergang etc. Rechts davon Robert Moses, der US-amerikanische Stadtplaner, der in New York City weite Teile der vorhandenen Bausubstanz niederreißen wollte. Ein Teil wurde auch niedergerissen, um eben, was hier rot eingezeichnet ist, riesige Highways quer durch die Stadt zu bauen, weil das Bild war, wir brauchen eine autogerechte Stadt, also machen wir die historischen Häuser weg. Und Jane Jacobs und andere haben sich dagegen ganz massiv gewehrt. Und das verweist schon darauf, dass eben diese Doppelkrise des Fordismus auch in der Stadt sich als Doppelkrise artikuliert hat. Einerseits ökonomisch Krise der Stadt und gleichzeitig eben in einem massiven Aufschwung urbaner Konflikte, urbaner Kämpfe, Auseinandersetzungen, Konflikte, und zwar in einem recht vielfältigen Spektrum. Was ich hier anführe, sind nur sichtbare Dinge. Man müsste da hinzufügen, dass es ganz viel im Alltag natürlich auch passiert ist, in sozusagen im Mikrobereich an Auseinandersetzungen, was sozusagen das Level der Aufmerksamkeit
durchdrungen hat, sind zum Beispiel die innerstädtischen Revolten, die es vor allem in den USA gab, also ab Mitte der 60er Jahre, massive Aufstände der afroamerikanischen Armutsbevölkerung, vor allem in Los Angeles, in Detroit, in Baltimore und anderen Städten. 1968, das ikonische Jahr, das ja nicht nur ein Jahr war, als urbanes Ereignis, also sozusagen, das waren die Straßen, die Plätze in Paris, in Prag, in Mexiko-Stadt und so weiter, wo sozusagen gerungen wurde, um das, was da sozusagen an studentischen Protest, an Arbeiterinnenprotest und so weiter stattgefunden hat. Und in der Folge dessen dann das, was die Soziologie, Stadtforschung als urbane soziale Bewegungen bezeichnet. Das heißt also ein ganz breites Spektrum an Initiativen, Stadtteilinitiativen, linken Gruppen, Nachbarschaftsvereinen und so weiter und so fort, die auf verschiedenen Ebenen für eine andere Stadt gekämpft haben. Und es hat sozusagen ganz unterschiedliche Konfliktfelder gegeben. Das konnte eben sein, dass man sich gewehrt hat gegen diese Umstrukturierung nach Automobilprinzipien. Es konnte sein, dass Künstler, Künstlerinnen, Kulturschaffende versucht haben, sozusagen sich ihre Freiräume zu erkämpfen. Das konnten autonome Zentren, Jugendzentren, die damals erstmals erkämpft wurden, Kinderläden. All das ist sozusagen in dem Kontext in dem urbanen Raum passiert. Am prominentesten vielleicht die Häuserkämpfe auch, also Hausbesetzerbewegungen. In Italien zum Beispiel Bewegungen für eine sozusagen ein selbstständiges Herabsetzen der Preise für öffentlichen Nahverkehr und für Mieten, also Mietstreiks etc. Also eine ganze Bandbreite von Prozessen. Und diese Prozesse wurden dann auch recht schnell versucht, eben im Kontext der kritischen Stadtforschung zu theoretisieren. Das hieß damals nicht kritische Stadtforschung, sondern das waren halt einzelne Leute, die versucht haben, da irgendwie einen Sinn dem Ganzen zu geben. Und einer der ersten war Henri Lefebvre mit dem Begriff Recht auf Stadt. Ich werde da am Schluss nochmal drauf eingehen. Er hat damals damit vor allem zwei Sachen gemeint und er hat Bezug genommen auf die Studierendenproteste in Paris, wo er selber in Nanterre an der Uni gelehrt hat und selber das auch erlebt hat, was es hieß, kein Recht auf Stadt zu haben, nämlich an der Uni zu lehren, die außerhalb an der städtischen Peripherie in einem komplett grauen Gebäude in Schlafsälen die Studierenden untergebracht, die sozusagen einerseits kein Recht auf Zentralität haben, das heißt, die an den Rand gedrängt sind, und die andererseits kein Recht auf Differenz haben, das heißt, wo soziale Beziehungen stark reglementiert sind, wo klar vorgegeben ist, wie Mann und Frau zusammenzuleben haben, wie man sich zu verhalten hat als Student und so weiter. Und dagegen begehren die auf und fordern ihr Recht auf Stadt, nämlich ihr Recht auf Zentralität und Differenz wieder ein. Das war sozusagen einer der ersten Versuche, einer der ersten, der das auch auf den Begriff gebracht hat. Andere Versuche in dem Sinne Manuel Castells, David Harvey, die gesagt haben, na gut, was wir hier erleben ist die sozusagen komplette Durchdringung der Gesellschaft durch kapitalistische Prinzipien, Kämpfe um sozusagen kapitalistische Kämpfe finden nicht mehr nur am Arbeitsplatz statt, der Arbeitsort erstreckt sich auch auf die Stadt, auf das, was dann Reproduktionssphäre genannt wurde, und entsprechend sind es eigentlich Klassenkämpfe, die wir hier sehen im urbanen Raum. Und diese ganzen Theorien, wie gesagt, sind bis heute, glaube ich, insofern relevant, als sie immer wieder als Bezugspunkt dienen, auch für verschiedene Ansätze der kritischen Stadtforschung, die sich darauf positiv berufen und es gleichzeitig weiterdenken, ergänzen, aktualisieren und versuchen daraus sozusagen eine aktuelle Diagnose abzuleiten. Wenn man das jetzt zusammennimmt, diese Krisenprozesse der 60er, 70er Jahre, dann ist es sozusagen eine massive gesellschaftliche Umbruchssituation, aus der heraus dann was Neues entsteht. Und das ist nicht geplant gelaufen oder so, aber sozusagen im Rückblick können wir sagen, das war ein Epochenbruch, 68 plus minus. Und was dann kommt, ist natürlich stark von dem geprägt, was damals war. Und bezogen auf Stadt formuliert das, finde ich, David Harvey erneut, auf den ich mich immer wieder berufe, wenn wir jetzt vielleicht merken, finde ich ganz schön, indem er nämlich sagt, to the degree that urbanization had become part of the problem, so it had to be part of the solution. The result was a fundamental transformation of the urban process after 1973. Also Stadt ist sozusagen Teil des Problems geworden, Teil der Krisenprozesse, und entsprechend musste es auch Teil der daran anschließenden Transformationsprozesse werden. Also sozusagen eine grundlegende Veränderung auch städtischer Entwicklung, städtischer Politik, die dann einsetzt. Und das beschreiben wir heute in der kritischen Stadtforschung als Neoliberalisierung des Städtischen insbesondere.
Und was damit gemeint ist, lässt sich erneut anhand einer konkreten Stadt ganz schön nachvollziehen. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, inwieweit ist das verallgemeinerbar? Aber in der kritischen Stadtforschung gilt New York als so ein bisschen das Paradebeispiel, wie aus der Krise der Stadt sozusagen Stadt als Boomtown wieder entstehen konnte. New York als Iconic Case. Warum ist das so? Was ist in New York passiert? Zunächst New York, eine ähnliche Situation wie in anderen westamerikanischen Städten, die Krise der Stadt. In New York konkret, 1975, ist die Stadt faktisch pleite. Die Gläubiger drehen den Geldhahn zu, sagen, unter diesen Bedingungen kriegt ihr kein Geld mehr von uns, wir kaufen oder begeben keine Kommunalanleihen mehr. Die nationale Ebene verweigert Finanzhilfen. Der damalige Präsident Ford in einem relativ berühmten Ausspruch sagt sozusagen der Stadt, drop dead. Also von uns kriegt ihr kein Geld, ihr müsst selber gucken, wie ihr da rauskommt aus dem Schlamassel. Und was dann passiert ist, es setzen sich im Prinzip die Gläubiger an den Tisch mit einzelnen Unternehmen, mit einzelnen, also die Finanzindustrie vor allem, mit einzelnen Politikern und macht an den gewählten Vertretern der Stadt vorbei, also am Bürgermeister vorbei, am städtischen Parlament vorbei, setzt ein Programm auf, wenn das umgesetzt wird, kriegt ihr wieder Geld. So, und das wird dann auch umgesetzt und es ist eine relativ drastische Kürzungspolitik, Austeritätspolitik. Das heißt also, es werden in New York Zehntausende Mitarbeiter städtischer Verwaltungen entlassen, es wird privatisiert, es werden Krankenhäuser, Schulen und so weiter zugemacht, es wird die sozusagen städtische Sozialinfrastruktur zusammengeschnitten, es werden erstmals in der Geschichte in New York, so ich glaube sogar USA, insgesamt Studiengebühren erhoben. Alles Maßnahmen, die sozusagen dazu beitragen, das Budget wieder ins Reine zu bringen und das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen, um das in der Sprache, wie wir das auch heute kennen, zu formulieren. Und dagegen gab es massiv auch Protest, der wurde zum Teil aufgenommen und transformiert, zum Teil auch niedergeschlagen. Also sozusagen New York war zu dem Zeitpunkt auch eine sehr lebendige Stadt, kulturell, politisch und so weiter. Mit diesem Protest wurde eher harsch umgegangen. Und es wurde, und das ist für die weiteren Entwicklungen ganz zentral, eine neue Stadtpolitik eingeschlagen. Das heißt, es wurde die Idee von Stadtmarketing geboren, wenn man so will. Dieses uns alle bekannte Sujet I love New York ist in dieser Periode entstanden. Es wurde gesagt, wir brauchen irgendeine Form, wie wir, dass man sich wieder positiv auf New York beziehen kann, und wie kommen wir wieder raus aus dieser Position der Pleitestadt. Dann wurde ein Grafiker beauftragt und der hat das sozusagen entworfen. Es wurde massiv aktiv Standortpolitik betrieben, und zwar insbesondere mit Fokus auf den sogenannten FIRE-Sektor, also Finance, Insurance, Real Estate, also Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft und Immobilienwirtschaft, als zentrale Eckpfeiler städtischer Entwicklung seither in New York. Es wurde aber auch ganz stark das, was sozusagen als Niedergang der Stadt kritisiert wurde, diese Kritik wurde auch aufgegriffen und es wurde sozusagen die Idee geboren, die Stadt auch wieder attraktiv zu machen und zwar nicht nur für Investoren, sondern auch für Menschen, die da wohnen wollen. Es wurde also sozusagen Stadtentwicklung auch stärker kulturell ausgerichtet, es wurde eine Reurbanisierung auch sozusagen angestoßen und damit verbunden dann auch relativ früh schon in New York das, was man als Gentrifizierungsprozesse bezeichnet, also bauliche, symbolische, soziale Aufwertung, die mit einer Verdrängung der angestammten Bevölkerung einhergeht. Das ist was, was zuerst, der Begriff kommt aus London aus den 60er Jahren, aber systematisch erforscht, zuallererst in New York in den 80er Jahren. Also relativ früh schon, verglichen jetzt mit den Debatten im deutschsprachigen Raum zum Beispiel. Einer, der da ganz wichtig war, Neil Smith, der gleichzeitig auch den Begriff des urbanen Revanchismus geprägt hat, das lässt sich in New York relativ früh beobachten, dass all jene, die in dieser neuen, sozusagen aufgewerteten Stadt, die da stören, das sind Obdachlose, das sind politisch Protestierende, das sind arme Menschen, dass die aktiv verdrängt werden, dass Sicherheitspolitik an Bedeutung gewinnt, dass private Sicherheitsdienste anfangen, im urbanen Raum präsent zu sein, dass der urbane Raum insgesamt vermarktet wird. All das sind sozusagen Prozesse, die wir mittlerweile aus ganz verschiedenen Städten kennen, aber die in New York relativ früh einfach schon systematisch zur Geltung gekommen sind. Und worin das mündet, ist zum einen, die Krise wurde gelöst. New York ist heute eine der boomendsten Städte der Welt. Sharon Sukin, eine US-amerikanische Stadtforscherin, spricht von einer Pacification by Cappuccino. Also sozusagen die sozialen Proteste sind niedergeschlagen, allen geht's gut, die Kulturangebote und so weiter machen es möglich, hier ein nettes Leben zu haben.
gleichzeitig Manhattan als wiederum David Harvey One Waste Gated Community for the Rich. Also sozusagen in Manhattan ist es nicht mehr möglich oder mit wenigen Ausnahmen sozusagen zu leben, wenn man halbwegs normales Einkommen hat und gleichzeitig starke soziale Polarisierung, also sozusagen in New York ist nach wie vor eine der Städte weltweit mit den meisten urbanen Armen. Die leben halt nur nicht in Manhattan. So. Also so ein sehr drastisches Bild und auch hier einiges zugespitzt, aber eine Stadt, die diesbezüglich, glaube ich, wo sich viel ablesen lässt, recht früh schon. Und was ich jetzt schon ausgeführt habe, wird eben seit einigen Jahren, es hat am Anfang auch andere Begriffe gegeben dafür, aber ich sage, so seit der Jahrtausendwende würde ich sagen, hat sich für diese neue Entwicklungsweise, für diese neue Art, wie Städte funktionieren, aber auch wie Gesellschaft insgesamt funktioniert, in der kritischen Sozialwissenschaft insgesamt der Begriff des Neoliberalismus durchgesetzt. Neoliberalismus, Neoliberalisierung, auch hier wieder drei Schlagwörter, die darauf hinweisen sollen, dass es wiederum ein sehr umfassendes Verständnis ist. Es ist erneut eine gewisse Art der Akkumulation, also der Wirtschaft, wenn man so will, eine gewisse Art zu produzieren, die sehr viel flexibler ist, die sehr viel auf Informationen setzt, auf immaterielle Arbeit und solche Dinge. Eine gewisse Art, wie der Staat funktioniert, wie gesellschaftliche Konflikte bearbeitet werden und eine Art von Lebensweise. Wir alle sind UnternehmerInnen unserer selbst, wir alle haben sozusagen eine Marktlogik, zumindest meine Generation, sozusagen sehr früh schon auch eingetrichtert bekommen und sozusagen die Ausrichtung an marktwirtschaftlichen Prinzipien aller Lebensbereiche, das ist was, was sozusagen neoliberale Politiken und Neoliberalisierung generell kennzeichnet und was eben in verschiedenen Bereichen des Lebens mittlerweile sichtbar wird. Und darum wiederum Städte als Orte, an denen man sowas ablesen kann, aber die auch zentral als Motoren funktionieren für diese Entwicklung. Neil Brenner und Theodore, zwei westamerikanische Stadtforscher, haben das, finde ich, ganz schön auf den Punkt gebracht, indem sie sagen, sozusagen Neoliberalismus hat die Städte nicht nur berührt, beeinflusst sie nicht nur, sondern Städte selber sind zentrale Arenen, institutionelle Arenen, wie sie das nennen, neoliberaler Restrukturierung, also einer stärkeren Ausrichtung an Marktprozessen, dem Glauben daran, dass der Markt es richtet. Was heißt das konkret? Die neoliberale Stadt ist vor allem eine unternehmerische Stadt. Auch das ein Begriff aus der kritischen Stadtforschung, der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre geprägt wurde. Stadt als Unternehmen. Und das ist mittlerweile was, es hat so ein bisschen eine Doppelbedeutung, weil es natürlich einerseits eine Kritik ist und sozusagen in der kritischen Stadtforschung als Kritik gemeint ist und gleichzeitig aber Städte mittlerweile mit einer ganz Selbstverständlichkeit von sich als Unternehmen sprechen. Also sozusagen, es ist das Unternehmen Stadt. In Hamburg, Donani, der damalige Bürgermeister, hat den Begriff 83 geprägt. Wir müssen uns selbst als Unternehmen begreifen. Und mittlerweile, die meisten Städte tun das auch explizit. Sie haben Holdings, sie haben selbst sozusagen städtische Unternehmen. Und in dem Sinne meint unternehmerische Strategien der Stadtpolitik zweierlei. Nämlich zum einen die Idee, entsprechend der Wirtschaft, sind Städte Akteure, die sich in globaler Konkurrenz befinden, und zwar ständig. Und entsprechend müssen Städte sich als Wettbewerbseinheiten begreifen. Sie müssen agieren und sie müssen entsprechend in diesem Wettbewerb versuchen, Investoren anzuziehen, sie müssen versuchen, reiche Leute anzuziehen, sie müssen versuchen, Touristen anzuziehen, um ihr Überleben in diesem Survival of the Fittest irgendwie sicherzustellen. Sozusagen die nach außen gerichtete Dimension unternehmerischer Stadtpolitik. Und gleichzeitig wirkt das Ganze nach innen, und das habe ich schon angedeutet gerade, sozusagen Markt- und Wettbewerbsmechanismen werden auf städtische Prozesse, auf die Steuerung von Stadt selbst übertragen. Es werden zum Beispiel die Administration, die städtische Verwaltung wird umgebaut. Es werden Kennziffern eingeführt, es werden sozusagen Benchmarking-Prozesse eingeführt. Die einzelnen Bereiche der Stadt treten in Wettbewerb miteinander, sozusagen die Müllabfuhr wird verglichen mit der städtischen Bibliothek, wird verglichen mit der Verwaltungseinheit XY und das sozusagen befördert natürlich einen ständigen Konkurrenzmechanismus, eine ständige Dynamik auch, dass alle immer selbst sozusagen auch diese Wettbewerbsmechanismen internalisieren. Auch das vielleicht noch relativ abstrakt, man kann das jetzt durchdeklinieren an einzelnen Politikbereichen. Und ich habe jetzt da hier sozusagen ein paar aufgeführt, man könnte auch ein paar andere aufführen.
typische Merkmale neoliberaler Stadtpolitik ist die Privatisierung öffentlicher Infrastrukturen. Also das, was ich beschrieben habe, in den 60er, 70er Jahren ganz stark durch den Staat bereitgestellt, wird jetzt zunehmend den Privaten überlassen, ob das kommunale Wohnungsbestände sind, ob das die Müllabfuhr ist, ob das, es kann auch die städtische Verwaltung sein teilweise, es kann auch die Polizei sein bis zu einem gewissen Grad, die sozusagen privaten Akteuren überlassen wird. Es sind Prozesse der Festivalisierung, wie das bezeichnet wird, also sozusagen die Eventkultur. Städte versuchen sich über Großevents, WMs, Fußballweltmeisterschaften und so weiter zu positionieren. Architektonische, städtebauliche Leuchtturmprojekte, die Strahlkraft entwickeln sollen, sozusagen Stadtentwicklungsprozesse, die es nur hier gibt und deshalb müsst ihr alle nach Berlin schauen, deshalb müsst ihr alle nach New York schauen oder wohin auch immer. Sicherheitskontrollstrategien hatte ich schon angesprochen. Gentrifizierung, die ganze Vermarktlichung von Wohnen ist, glaube ich, auch so ein zentrales Feld, auf dem auch ganz viele Konflikte natürlich dann passieren. Und gleichzeitig gibt es auch neue Formen des Regierens. Dieser berühmte politikwissenschaftliche Spruch von Government to Governance, also stärker netzwerkförmig, stärker unter Einbeziehung privatwirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure. Und da werden durchaus auch ganz stark Kritiken und sozusagen Initiativen von unten aufgegriffen. Also das ist ein Thema, das in der kritischen Stadtforschung immer eine Riesenrolle spielt, inwieweit sozusagen Kritik auch, Basisinitiativen, Nachbarschaftsinitiativen und so weiter, immer wieder auch zum Teil gegen ihren Willen, zum Teil durchaus bewusst auch einbezogen werden in städtisches Regieren, und letztlich Sachen entstehen, die sie vielleicht gar nicht gewollt haben, wo sie Dinge abfedern oder so. Aber das ist eine eigene Debatte. Das sind ein paar Schlagwörter zur neoliberalen Stadt. Ein anderes Konzept oder ein anderer Begriff, der in den letzten Jahren auch massiv an Bedeutung gewonnen hat und der da so ein bisschen nicht quer steht, sondern vielleicht eher ineinander greift, aber das ist, glaube ich, ein spannendes Thema auch für hier, ist der Begriff der kreativen Stadt, der sozusagen auch massiv als Leitbild an Bedeutung gewonnen hat. Ähnlich wie das Unternehmensstadt ist es heute die kreative Stadt, auf die sich alle positiv beziehen. Und ich habe relativ willkürlich, und das ist ein Spaß, wenn man sich den machen will, irgendeine Stadt, eine mittelgroße, die man gut kennt oder die man auch nicht gut kennt, und dann einfach mal schauen, ob es da eine Creative City, bei Google, ob das irgendwie auch eine Creative City ist. Mit Sicherheit ist es eine. Es gibt, glaube ich, auf der Welt kaum noch Städte, die sich nicht als Creative Cities bezeichnen. Dubai, Salzburg und Detroit als drei Beispiele. Man hätte auch 100 andere finden können. Dieses Konzept ist von einem US-amerikanischen Wissenschaftler Richard Florida eingeführt worden und umfasst so ganz kurz die Idee, dass im 21. Jahrhundert wirtschaftliche Entwicklung auf Kreativität, auf Innovation beruht und dass die Leute, die das sind, das ist die kreative Klasse, das sind all jene, die irgendwie mit intellektuellen Prozessen zu tun haben, die sozusagen von den Künstlern über die Manager, Produktdesigner, alle, die ihre Kreativität was schaffen und alle die sind sozusagen die Motoren der ökonomischen Entwicklung insgesamt. Und Städte spielen da insofern eine riesen Rolle, als diese Wissensnomaden, die dann auch oft gern bezeichnet werden, total mobil sind und entsprechend die Städte auch um diese in Konkurrenz stehen. Also die Städte müssen versuchen, die anzuziehen, und das tun sie, indem sie die drei Ts, wie das bei Florida dann heißt, befolgen oder sozusagen darauf fokussieren, nämlich Technologie, also Universitätsstädte haben es gut, haben es einfach, Hochtechnologie brauchen wir, dann eben Talent, das sind diese Wissensnomaden, die eben dieses Talent mitbringen, und Toleranz. Also diese Wissensnomaden haben es gerne, wenn es tolerante, multikulturelle, offene Städte sind. Es führt dann zum Beispiel dazu, dass Richard Florida und sein Team, die ganz viel mit so Rankings arbeiten, also es gibt tausende Rankings der Creative Cities, und dann kann sich Sydney 2009, rühmt sich dann die kreativste Stadt der Welt zu sein, und 2010 kriegt diesen Titel dann eine andere Stadt. Und ein Faktor darin ist zum Beispiel, das ist relativ berühmt geworden, der Gay and Lesbian Index. Also Richard Florida guckt, wie tolerant sind diese Städte gegenüber homosexuellen Menschen, und das wird dann sozusagen zum positiven Bezug gemacht. Man muss dazu sagen, Richard Florida verdient da ganz gut daran, als ein sehr bekannter und sehr beliebter Politikberater, reist um die Welt mit seinem Team und berät Städte, wie sie möglichst kreativ werden können. Und dieser Zynismus, den ich da so ein bisschen in die Stimme lege, der verweist bereits darauf, dass es eine ganze Reihe von Kritiken gibt an diesem Konzept. Ich möchte es gar nicht im Detail ausführen, da könnten wir nachher drüber sprechen, aber sozusagen, es wird kritisiert, dass es natürlich ein sehr spezifisches Verständnis von Kunst und Kultur ist, das da herangetragen wird, also sehr stark auf Markt basiert, sozusagen nur die ökonomische Verwertbarkeit im Fokus steht. Die Frage, inwieweit das ökonomisch überhaupt funktioniert,
Es gibt relativ wenig Städte, wo das wirklich nachhaltig zu Wirtschaftswachstum oder Wohlstand geführt hat. Da gibt es entsprechende Studien. Und gleichzeitig, indem sich die Stadtpolitik relativ einseitig an Wissensnomaden ausrichtet, dann geraten natürlich andere sozial schwächere Menschen eher aus dem Blickfeld. Die Frage, inwieweit das sozusagen soziale Ungleichheit legitimiert, Gentrifizierung legitimiert, wird hier kritisch angeführt. Warum erzähle ich das alles? Wenn es nur in New York der Fall wäre, dann bräuchte es uns nicht interessieren, und diese drei Städte hier deuten das schon an. Was so eine zentrale These ist, dass sich eben neoliberale Stadtpolitik die letzten, und damit auch zum Beispiel kreative Stadtpolitik, die letzten Jahre, Jahrzehnte zu einem globalen Mainstream entwickelt hat. Das heißt, ausgehend stark vom US-amerikanischen Kontext, aber bei weitem nicht nur dort, also auch Großbritannien als Vorreiter, ne? Also sozusagen, es hat auch mit der Frage zu tun, wie Neoliberalismus generell sich entwickelt hat, Thatcher, Reagan etc. Diese Verallgemeinerung, und es ist wichtig zu betonen, sehr ungleich, sehr kontextspezifisch, es ist natürlich jetzt ein sehr allgemeines Bild, das ich zeichne, jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber in Deutschland Neoliberalisierung doch eigentlich erst in den 1990er Jahren richtig und so weiter, und gibt es in Salzburg überhaupt Neoliberalismus und so, also das sind dann diese Debatten, aber als allgemeines Bild sozusagen eine Verallgemeinerung und gleichzeitig das eben in einem zunehmend globalen Kontext. Das heißt also, mit den Urbanisierungsprozessen der letzten Jahrzehnte ist es eben nicht mehr so, dass wir über nordamerikanische und westeuropäische Städte sprechen und da spielt sich die ganze Musik ab, sondern wir haben einen weltweiten Urbanisierungsschub, am bekanntesten sicherlich die BRICS-Staaten, China, Russland, Indien, Südafrika etc. Im Zentrum dabei immer diese Global Cities, die sozusagen als globale Knotenpunkte fungieren, wo die globalen Eliten und die Unternehmen sind, aber eben nicht mehr nur die, sondern sozusagen, das ist relativ interessant, dass es auch zweite, sozusagen Städte in der zweiten oder dritten Rangordnung mittlerweile ganz ähnliche Politiken verfolgen. Also zum Beispiel aus Rhein-Main-Region, Frankfurt, also sozusagen, es ist vollkommen klar, dass Hanau und Offenbach und Darmstadt und Wiesbaden sich auch alle verstehen als Kreativstadt, dass sie sich auch alle verstehen als Orte, in denen Leuchtturmprojekte, die es nur dort gibt, und es sind dann meistens Einkaufszentren in Innenstadtnähe, und dann guckt man und denkt sich, aber 20 Kilometer weiter gibt es doch auch schon so ein Einkaufszentrum mit spektakulärer Architektur. So, also diese Prozesse sind längst nicht mehr beschränkt auf irgendwie diese 20 Weltstädte, die man so vor Augen hat, sondern eben im Norden und Süden auch durchaus weit verbreitet. Das ist jetzt sozusagen erstmal eine Diagnose, wo man sagen kann, na gut, es ist halt so, ist ja nicht weiter schlimm oder so. Aus der Perspektive kritischer Stadtforschung, aus der Perspektive vieler sozialer Bewegungen, die das die letzten 20, 30 Jahre auch auf der Agenda haben, ist es natürlich insofern ein Problem, als mit dieser neoliberalen Stadtpolitik eine ganze Reihe von Problemen einhergehen. Und ein zentrales Problemfeld, würde ich sagen, ist das, was man soziale politische Widersprüche nennen könnte. Und diese These, dass es da ein Problem gibt, die wurde recht früh schon geäußert, wiederum vor allem in den USA, wo mit Blick auf Baltimore Sandton, ein Lokaljournalist, und ich finde es aber ganz, ganz nett als Bild, vom Rot Beneath the Glitter gesprochen hat, also sozusagen die glitzernde Oberfläche der Stadt, wo in Baltimore konkrete Hafen irgendwie neu gestaltet wurde und alles ist toll. Aber eigentlich, wenn man sozusagen soziologisch auf die Prozesse guckt, auf Armut guckt, auf Ausschlüsse guckt, ist es eher, das Problem eher größer geworden als kleiner. Also diese unternehmerischen Stadtpolitiken versprechen Wohlstand für alle, der Markt macht es besser. Und was wir aber soziologisch feststellen können, ist, dass sich Ungleichheiten, dass sich sozialräumliche Polarisierung, dass sich Segregation eher verschärft hat die letzten 30 Jahre. Also quasi Prozesse, die gesamtgesellschaftlich ablaufen. Es gibt gerade diese Riesendebatte in den USA, Piketty, Ungleichheit und solche Dinge. Das ist sozusagen mit Blick auf die Städte ganz genauso festzustellen. Und damit verbunden auch eine zunehmende Entdemokratisierung. Margit Meyer, eine bekannte deutsche Stadtforscherin, die sich vor allem um urbane soziale Bewegungen kümmert, hat versucht, das ein bisschen zu systematisieren, wo es da Konflikte gibt, wo es Kämpfe gibt, und spricht von drei Bruchlinien, drei Achsen, entlang derer auch soziale Bewegungen immer wieder aktiv werden. Und es ist erstens eine einseitige Wachstumsorientierung, die kritisiert wird.
Also diese Megaprojekte werden kritisiert, es wird kritisiert, dass die Städte nur noch an sozusagen den Interessen von Investoren und so weiter ausgerichtet sind, dass es Verdrängung gibt. Zweite Frage, die Grundbedürfnisse kehren zurück, die soziale Frage kehrt zurück, also Wohnen, ein Sozialstaat, Wasserversorgung, was passiert eigentlich, wenn es privatisiert ist? Ne? Das sind sozusagen ganz starke Konflikte. Und ein dritter Punkt, die Verschränkung von globalen, lokalen Prozessen, also zum Beispiel Migrationsprozesse, als was politisch in Städten ganz stark diskutiert wird, Privatisierungen, internationale Investoren, die dann sozusagen on the ground in den einzelnen Städten ankommen und dort irgendwelche Politiken machen. Ein Versuch, man könnte auch versuchen, das anders zu systematisieren und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir soziale Bewegungen reden, natürlich die Frage, inwieweit das jetzt ein globaler Blick ist oder nicht, weil die Frage, sozusagen, führen diese Neoliberalisierungspolitiken zu einer Angleichung weltweit oder gibt es nicht nach wie vor Unterschiede, zum Beispiel zwischen Nord und Süd, ist natürlich ganz zentral und wenn man sich so urbane soziale Bewegungen anguckt, dann ist natürlich was anderes, ob in Südafrika Slumbewohnerinnen für sauberes Wasser oder für irgendeinen Zugang zu Wasser auf die Straße gehen oder ob wir in Berlin einen Energietisch haben oder einen Wassertisch, der versucht, eine Rekommunalisierung von Wasserversorgung einzuleiten. Nichtsdestotrotz, dass beide sich um Wasser und das Recht auf Wasser kümmern, verweist darauf, dass es zumindest auch sozusagen Überschneidungen gibt. Und ich sage dann zu den Kämpfen gleich noch mehr. Bevor ich zu der aktuellen Situation komme, möchte ich noch auf einen zweiten Widerspruch hinweisen der neoliberalen Stadt. Also das eine ist sozusagen diese ganzen sozialen Geschichten, die politischen Geschichten, Gleichheit, Ungleichheit. Und die andere Frage ist eine ökonomische. Also inwieweit ist diese Form der Stadtpolitik ökonomisch nachhaltig? Inwieweit ermöglicht sie sozusagen ein Wirtschaftswachstum, das krisenfrei läuft? Und dass das nicht der Fall ist, wird schon relativ früh darauf hingewiesen von verschiedenen Theoretikern und unter anderem eben erneut von David Harvey. Und der hat in seinem neuen Buch folgendes Schaubild, das ich finde ich ganz nett finde. Das Schaubild zeigt die Anzahl der gebauten Hochhäuser in verschiedenen Jahren in New York. Und was wir sehen hier ist, dass es rund um das Jahr 1929, die Weltwirtschaftskrise, eine massive Häufung gibt. Dass es dann in den 70er Jahren eine massive Häufung gibt, rund um das, was ich als Krise des Fordismus bezeichnet habe. Es gibt dann Ende der 80er Jahre eine Häufung, ein Spezifikum in den USA, die sogenannte Saving and Loans Crisis, eine Sparkassenkrise, die nicht so global war, also zumindest hier nicht. Und eine Häufung Ende der 2000er Jahre, rund um die aktuelle Krise. Was sagt uns das? Harvey möchte damit was illustrieren, was bei ihm ein allgemeines Argument ist und ein politökonomisches. Und ich möchte es kurz erklären, weil es, glaube ich, für das Verständnis der aktuellen Krise auch nochmal relevant ist. Seine These ist, dass immer dann, wenn so längere Wachstumszyklen im Kapitalismus an ihr Ende zu geraten drohen, dass dann die Profitaussichten in der normalen Akkumulation, im normalen Wirtschaftskreislauf zunehmend schwächer werden. Und wenn das passiert, dann gibt es die Tendenz, Kapital, er nennt es dann überakkumuliertes Kapital, zu verschieben. Und zwar in einen, wie er das nennt, sekundären Kapitalkreislauf, in Immobilienprojekte. Nicht nur dorthin, Aktienmärkte, Klimazertifikate und so eignen sich auch, aber es gibt eben in der historischen Rückschau die Tendenz, dass man sehen kann, immer wenn so lange Phasen der Stabilität zu einem Ende kommen, gibt es die Tendenz, in Sachwerte zu investieren, in Immobilien ganz stark. Weil dort eben das Geld gewissermaßen über lange Zeiträume geparkt werden kann. Wenn ich in ein Hochhaus investiere, dann dauert es 40 Jahre, bis es sich amortisiert hat. Ich brauche viel Geld, um das sozusagen da reinzupumpen. Und entsprechend wird das Geld sozusagen, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber sozusagen wird da reingeschoben. Das ist erstmal verhindert es Krisen, führt aber mittelfristig dazu, dass ein Immobilienboom entsteht, der selber Krisen verstärken oder Krisen auslösend wirken kann. Das heißt, was in einem ersten Schritt mal quasi als Rettungsvehikel des Kapitalismus aussieht, entpuppt sich dann selber als ein Krisenmechanismus. Und da sind sozusagen Städte und gebaute Umwelt, wie er das dann nennt, ganz zentral. Und seine empirisch gar nicht so schlecht untermauerte These ist nun, dass wir das, wenn wir uns den Kapitalismus insgesamt angucken, sehen können, dass es das immer wieder gab historisch, dass es in den 19. Jahrhundert schon gab, dass es das in den 20er Jahren gab, 70er Jahre und eben auch in der jetzigen Krise.
Und dass er darauf schon frühzeitig hingewiesen hat, möchte ich an einem längeren Zitat verdeutlichen, weil ich es so schön finde. Das ist in den späten 80er Jahren entstanden, kurz bevor diese Krise ausgebrochen ist, die hier 88, 89 ist. Das Zitat stammt von 1987 und ich lese es einfach mal vor. Gesteigerte interstädtische Konkurrenz, und er bezieht sich jetzt hier auf Baltimore, wo er gelebt hat und wo er das selber am sozusagen eigenen Leib sehen konnte. Gesteigerte interstädtische Konkurrenz führt zu in sozialer Hinsicht kostspieligen Investitionen, die das Problem der Überakkumulation, des Anfangs zum Übergang zu flexibler Akkumulation, / Neoliberalismus, führte, eher vergrößert als verkleinert. Einfach gesagt, wie viele erfolgreiche Mehrzweckhallen, Sportstadien, Disney Worlds und Hafenanlagen kann es geben? Überinvestitionen in allen Bereichen, von der Einkaufspromenade zur kulturellen Einrichtung, machen die im städtischen Raum eingeschlossenen Werte hochgradig anfällig für Entwertung. Wo die Wiederbelebung der Innenstädte auf blühender Beschäftigung im Finanz- und Immobilienbereich beruht, in dem Menschen täglich Kredit- und Immobiliengeschäfte für andere Menschen machen, die im Finanz- und Immobilienbereich arbeiten, ist sie abhängig von einer enormen Schuldenexpansion von Seiten der Individuen, Gemeinden und Regierungen. Wenn diese Kredite faul werden, werden die Auswirkungen sehr viel zerstörerischer sein, als dass die Sprengung von Pruitt-Igoe je symbolisieren könnte. Das ist sozusagen die Diagnose von David Harvey Ende der 80er Jahre. Kurz danach, er schreibt es sozusagen in einem heraufziehenden Immobilienboom, in einer Immobilienblase, die dann platzt. Es gibt eine relativ lokal begrenzte Krise Ende der 80er Jahre in den USA, in den Anfang der 90er Jahre dasselbe in Japan und so weiter und so fort. Und in der aktuellen Konjunktur natürlich 2008 und folgende die aktuelle Krise, die, wie ich finde, relativ eng wiederum auf diesen Krisenzusammenhang hinweist. Damit bin ich im letzten Abschnitt. Einige Anmerkungen zur urbanen Krise und dem, was wir seitdem erleben können. Man kann diese aktuelle Krise in verschiedenen Zusammenhängen diskutieren und die ist wirklich nicht nur reduzierbar auf urbane Prozesse, hat nicht nur urbane Wurzeln. Man könnte über die grundsätzlichen Widersprüche dieses neoliberalen finanzmarktdominierten Kapitalismus sprechen, das tun wir jetzt hier nicht, sondern nur, und das ist mittlerweile auch relativ breit akzeptiert, dass sie sozusagen ihren Ausgangspunkt genommen hat in dem Zusammenbruch des US-amerikanischen Hypotheken- und Immobilienmarktes, wo eben genau das passiert ist, was sozusagen Harvey da relativ früh schon angekündigt hat. Wir können es sehen, seit den 2000er Jahren ungefähr, nach 9-11, Leitzinssenkungen etc., wird massiv Kapital verlagert in den USA, in Großbritannien und vielen anderen Ländern in den Immobiliensektor, vermittelt über Finanzmärkte, vermittelt über Hypothekenkredite. Kredite werden sehr billig. Es wird sehr vielen Menschen ermöglicht, Eigenheime zu kaufen, noch viel mehr als eh schon immer in den USA. Und zwar auch Leuten, die bisher keinen Kredit gekriegt haben, im sogenannten Subprime-Segment, das heißt einkommensschwache Menschen, afroamerikanische Bevölkerung, alleinerziehende Mütter etc., kriegen Kredite aufs Auge gedrückt, sage ich mal. Die Banken, die das machen, verdienen daran sehr gut, weil die haben sehr hohe Zinsen. Das funktioniert so lange, wie die Häuserpreise steigen und alle daran glauben, dass sie weiter steigen. 2006, glaube ich, kommt es zu einer Leitzinserhöhung. Die Zinsen für diese Zurückzahlen dieser Kredite steigen weiter an und es können mehr und mehr Leute sich das nicht mehr leisten, weil gleichzeitig die Reallöhne auch überhaupt nicht steigen. Das heißt, das Ganze war auch eine Art und Weise, wie sozusagen stagnierende Reallöhne abgefangen werden konnten. Es wurde Wohlstand geschaffen auf Pump. Dasselbe im Übrigen mit Kreditkarten und so. Das fängt an zu bröckeln und weil das Ganze sehr viel stärker als noch vor 20 Jahren über den global vernetzten Finanzmarkt passiert, führt es in relativ kurzer Zeit zu einer globalen Finanzkrise, die sich dann in weiterer Folge zu einer globalen Wirtschaftskrise und heute zu einer Staatsschuldenkrise auswächst. Und auf dem Weg eine ganze Reihe von politischem Management, wo man sich dann fragen kann, ob das so glücklich war. Aber sozusagen am Ausgangspunkt dieser Krise standen Urbanisierungsprozesse in den USA. Und was interessant ist, ist, dass es nicht nur in den USA so war, sondern was wir sehen können, in den 2000er Jahren beschleunigt sich diese globale Urbanisierung, die es ja schon länger gibt, massiv. Sie wird zum Wachstumsmotor des Kapitalismus. Und läuft verstärkt finanzialisiert ab. Das heißt, der urbane Raum ist in einem Maße Anlagesphäre geworden, wie nie zuvor in der Geschichte. Das heißt also Pensionskassen, institutionelle Anleger etc., Versicherungen investieren in Wohnungsbauprojekte, in Hochhausprojekte, kaufen Land auf. Und ganz viele Länder haben das als zentrales Wachstumsmodell. In Großbritannien,
in Irland, in Spanien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten beruht das Wirtschaftswachstum ganz stark auf einem wachsenden, boomenden Immobiliensektor. Und rund um 2008 kollabiert das Ganze und führt in einer ganzen Reihe von Ländern eben zu einem massiven Crash. Das heißt, es waren nicht nur die Auswirkungen aus den USA, sondern hatte jeweils auch spezifische eigene Dynamiken. Und das Interessante jetzt aus der Perspektive von dieser Theorie von Harvey ist, dass es gleichzeitig wieder das gegenläufige Phänomen gibt. Das heißt, dieses ganze Kapital, das jetzt irgendwie auf der Suche ist nach Anlagemöglichkeiten, das in den USA oder in den Krisenländern in Südeuropa keine Anlagemöglichkeiten findet, wendet sich erneut Immobilienprojekten zu, nur halt anderswo. Das heißt, es gibt eine globale Wechselwirkung von Boom und Krise. Und wenn man sich aktuell anguckt, was im Zusammenhang zum Beispiel mit Olympischen Spielen in Brasilien gerade passiert, was in China passiert, wo eine massive Schuldenexpansion passiert, die massiv in Infrastrukturprojekte, in Urbanisierungsprojekte versenkt wird, da massiv Schulden angehäuft werden und es gerade ja auch schon in einer ganzen Reihe von diesen Ländern Anzeichen gibt, dass das vielleicht nicht so nachhaltig ist. Harvey spricht hier davon, dass sozusagen diese Staaten und diese Urbanisierungsprozesse nur zu leicht über Nacht von einem Wohltäter in ein Problemkind der kapitalistischen Entwicklung werden könnten, nämlich dann, wenn das Ganze auch platzt sozusagen. Und wenn man das Ganze ein bisschen näher hierher holen will, wir haben seit 2008, eher 2010, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in den sogenannten Gewinnerländern der Eurokrise einen massiven Immobilienboom, der in der Form neu ist und wo sozusagen mittlerweile in Deutschland zum Beispiel die Bundesregierung, Schäuble, die Bundesbank vor einer Überhitzung, vor einer Blasenbildung warnen, also wahrlich keine kritischen Stadtforscher, sondern sozusagen Leute, die da auch ganz nah dran sind. Und eine andere Folge ist natürlich eine zunehmende sozialräumliche Polarisierung, das heißt also, die Innenstädte werden zunehmend unbewohnbar für arme Menschen. Das ist was wir weltweit sehen können, aber was wir mittlerweile, und ich fand das bei der Führung ganz, ganz gut, das glaube ich vielleicht hier ein bisschen anders, aber wenn wir nach Deutschland gucken, sozusagen die großen Metropolen, und das ist hier links, dieser blaue Pfeil, das sind die Großstädte vor allem, Frankfurt, Köln, München, Berlin etc., ist es quasi nicht mehr möglich, in der Innenstadt zu wohnen mit einem niedrigen Einkommen. Und in Österreich natürlich Wien, der rote Pfeil, der nach oben geht, sticht hier auch besonders hervor und ich glaube, jenseits von sozialem Wohnungsbau auch tatsächlich auf dem freien Mietmarkt kaum mehr möglich. Das sind sozusagen politökonomische Fakten. Was macht Stadtpolitik in dieser Situation? Stadtpolitik hat zum einen ganz stark mit diesen Krisenfolgen zu kämpfen und zwar natürlich jetzt sehr stark unterschiedlich betroffen. Also es ist ein Unterschied, ob ich über Athen rede oder ob ich über Berlin rede oder Salzburg oder so. Was wir sehen können, aber mit der Krise 2008 ganz unmittelbar gab es eine Reihe von Steuerverlusten, Spekulationsverlusten. Viele Städte haben sich auch selbst an diesem Finanzspiel beteiligt und sind da ein bisschen auf die Nase gefallen. Zum Beispiel in den USA oder vor allem in den USA, aber auch in Südeuropa, sehr viele Städte in einer massiven Finanzkrise bis hin zur Insolvenz. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich Detroit. Dort vor allem eine soziale Krise, eine massive Zunahme an Zwangsräumungen. In Spanien zum Beispiel gibt es eine massive Bewegung gegen Zwangsräumungen, weil es ein Massenphänomen ist. Da werden 10.000 Menschen aus ihren Wohnungen geschmissen, weil diese Kürzungs- und Austeritätspolitik, die ich mit Blick auf New York schon angedeutet hatte, sich jetzt hier wiederholt. Also sozusagen, es werden Renten gesenkt, es werden Leute entlassen, es werden Einkommen gesenkt und das nicht nur, aber eben auch auf städtischer Ebene. Also in Griechenland, Spanien und so weiter, vermittelt durch die Troika von oben, aber eben auch auf der lokalen Ebene ist es was ganz stark der Fall ist und dasselbe in Nordamerika, Detroit und anderen Städten. Und in einzelnen Ländern, zum Beispiel Griechenland, Athen, wo ich mich ein bisschen auskenne, gibt es jetzt Tendenzen, dass man sozusagen die vorher schon, würde ich sagen, verfehlten neoliberalen Politiken wiederbelebt, indem man zum Beispiel hofft, dass Wirtschaftswachstum in Griechenland darüber funktionieren kann, dass man Immobilienspekulation erleichtert. Also sozusagen eine Wiederkehr der bekannten Rezepte in neuem Gewand, sodass man insgesamt, glaube ich, eher von der Ausweitung und Vertiefung neoliberaler Politik sprechen kann. Aber gleichzeitig auch widersprüchliche Tendenzen sichtbar werden. Und es wird in der Literatur oft verhandelt unter dem Begriff Postneoliberalismus. Also die Idee, dass sozusagen diese neoliberale Periode, so wie die fordistische Periode davor, auch mit dieser Krise vielleicht an ein Ende gekommen ist und sozusagen andere neue Formen der gesellschaftlichen Entwicklung zumindest denkbar werden wieder.
Also nicht mehr Tina, there is no alternative, der Leitspruch von Margaret Thatcher, sondern ja, es gibt Alternativen und wie könnten die aussehen? Und da gibt es auf städtischer Ebene ein paar Anzeichen zumindest dafür. Könnte zum einen diskutieren, ob es sowas wie eine Krise neoliberaler Hegemonie gibt. Das heißt also, diese neoliberalen Heilsversprechen nicht mehr ganz so verfangen wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Auf städtischer Ebene sieht man, dass zum Beispiel in Deutschland ein starker Trend zur Rekommunalisierung gibt. Also die Idee, dass öffentliche Infrastrukturen wieder in städtische Hände gepackt werden sollen, weil Städte das vielleicht besser können als private, weil die Wasserpreise nicht so stark steigen, weil die Müllabfuhrpreise nicht so stark steigen und so weiter. Es gibt eine Reihe von Städten und Ländern, die Spekulationsverbote eingeführt haben, wo sozusagen gesagt wird, hier die Städte sollen sich an diesem Spiel nicht beteiligen. In den USA gibt es aktuell eine ganze Reihe großer Städte, wo eher linksgerichtete Bürgermeister gewonnen haben bei den Wahlen. In New York zum Beispiel de Blasio, in Seattle wurde ein Mindestlohn von $15 eingeführt, erkämpft. Also so ein paar Entwicklungen, die so ein bisschen in eine andere Richtung weisen als dieses Horrorbild, das ich jetzt bisher gezeichnet habe. Und es gibt auch ganz stark im Kontext der Krise eine neue Form der selbstorganisierten Stadtentwicklung, sozusagen von unten. Es reicht von unmittelbaren Krisenprozessen, also in Griechenland zum Beispiel gibt es ganz viele selbstorganisierte Kliniken, weil die normalen Kliniken einfach dicht machen oder geschlossen werden. Es sind Formen der solidarischen Ökonomie, Community Gardening hier rechts unten, Detroit sozusagen, im Hintergrund die verfallene Fabrik und vorne die neu entstehenden Formen von Stadtentwicklung von unten. Ich bin gleich am Ende und was das sozusagen natürlich massiv zuspitzt, die ganze Situation, oder wo entschieden wird, wie sich das entwickelt, ist natürlich, würde ich sagen, in dem Ausgang der Kämpfe, die es gibt. In der Frage, was für Auseinandersetzungen werden gerade geführt. Dass in New York ein linker Bürgermeister gewinnt, hat ganz viel damit zu tun, dass es davor massiv Protest gab gegen steigende Mieten zum Beispiel oder gegen rassistische Polizeigewalt und so. Ähnlich in Seattle, das wurde denen nicht geschenkt, sondern die haben es erkämpft und das natürlich jetzt, was ich hier an die Wand geworfen habe, eine ganz breite Palette von urbanen Auseinandersetzungen, ein Wiederaufschwung städtischer Kämpfe in den letzten Jahren, ab, würde ich sagen, Mitte der 2000er Jahre, also ein Krisenzyklus, aber auch ein Zyklus von städtischen Kämpfen. Es reicht von so urbanen Revolten, Riots im engeren Sinne, in verschiedenen europäischen Metropolen, ich habe die Banlieues angesprochen, in Athen 2008 nach dem Tod von Alexis, London Riots und so weiter. Es gibt eine Reihe von Hungerrevolten im globalen Süden, die auch in Städten stattfinden und dann natürlich vor allem diese Bewegung der Plätze, die arabische Revolution, die ganzen Krisenproteste in Südeuropa, Puerto del Sol, Syntagmaplatz in Athen, verschiedene Versuche, auch europaweite Mobilisierungen auf die Beine zu stellen, Blockupy, Alter Summit und andere, die USA, Occupy, transnationale Flüchtlingsbewegungen und ganz vielfältige Formen auch von Widerständen gegen urbane Großprojekte, diese Aufruhr in Istanbul, in der Türkei generell, aber auch in Brasilien die letzten Monate, haben ganz viel mit städtischen Entwicklungen zu tun. Und schließlich ein Wiederaufschwung von urbanen sozialen Bewegungen rund um den Begriff Recht auf Stadt. Und dazu letzte Folie. Noch ein paar Schlaglichter, das ist was, was wir sozusagen hier vor allem kennen. Also in Deutschland gibt es wenig Massenbewegung gerade, in Österreich auch nicht. Aber es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, Bewegungen, Zusammenschlüssen, die jetzt nicht alle sich offiziell labeln als Recht auf Stadtbewegungen, aber die wir vielleicht so zusammenfassen können, die alle eine Kritik an der neoliberalen Stadt üben. Der Begriff wird in verschiedenen Kontexten aufgegriffen, bei den Bewegungen selbst, in der kritischen Wissenschaft, aber zum Beispiel auch in Lateinamerika im Zusammenhang mit Stadtentwicklung in Venezuela, in Bolivien etc., wo in Brasilien, wo versucht wird, Recht auf Stadt auch quasi in die Verfassung festzuschreiben, als Recht auf Wohnen, Recht auf Wasser etc. Und diese verschiedenen Aspekte verweisen schon darauf, dass der Recht auf Stadtbegriff ein recht schillernder ist, quasi als Brückenkonzept fungiert, weil er verschiedene Sachen zusammenfasst, nämlich eine ganzheitliche, umfassende Perspektive auf Stadtentwicklung, auf Stadt, eine utopische Vision von Stadt, das heißt also eine sehr radikale Idee von auch vielleicht postkapitalistischer, postneoliberaler Stadtentwicklung. Lefebvre habe ich genannt, der sozusagen überzeugter Marxist war, der gesagt hat, wir brauchen eine ganz andere Stadt, wir brauchen ganz andere Formen des Zusammenlebens. Und das, aber wir brauchen eine urbane Revolution. Und das verknüpft, lässt sich aber unter diesem Label verknüpfen mit
ganz konkreten reformpolitischen Fragen. Also, wir sind für eine Deckelung der Mieten, wir sind für ein billiges, bezahlbares Wasser, wir sind für und so weiter. Also sozusagen das alles ist unter diesem Label möglich. Und es gibt auch ganz viele Bewegungen, die sich darunter explizit organisieren, als Netzwerke, als Bewegungen etc. Da gibt es ganz viel spannende Forschung auch dazu. Und last but not least die Frage, inwieweit mit diesem Begriff und mit diesen Bewegungen auch das wieder aufblitzt, zumindest was rund um 68 möglich war, zumindest für einen kurzen Moment, nämlich wie Peter Marcuse, der Sohn von Herbert Marcuse und Margaret Meyer das nennen, ein Bündnis zwischen den Entfremdeten und den Ausgeschlossenen, klassisch sozusagen die Studierenden und die Arbeiter oder so, das sozusagen als eine Perspektive. Und darin natürlich die Frage, welche Rolle da sogenannte, also sozusagen privilegierte Akteure spielen können. Das heißt WissenschaftlerInnen, Künstler, Kulturschaffende etc., die einerseits von der neoliberalen Stadt profitieren, denen es da oft auch ganz gut geht, die da viele Freiheiten genießen, die auch sozusagen für sich selbst individuell einiges rausholen können, die aber gleichzeitig oft auch solche Initiativen mit anstoßen. Und ein prominentes Beispiel, das Gängeviertel in Hamburg, wo sozusagen 200 Künstler, Künstlerinnen eine leerstehende Fabrik, leerstehende Gebäude besetzt haben und von der Stadt gefordert haben, wir wollen hier Ateliers drinnen haben und dabei aber nicht nur gesagt haben, hier, das wollen wir für uns, sondern wir wollen insgesamt eine andere Stadtentwicklung unter dem Schlagwort kommen in die Gänge und die sozusagen bis heute ein zentraler Akteur sind in diesen ganzen städtischen Prozessen, Protesten, die es in Hamburg gerade gibt, wo recht viel passiert und wo die Stadt ganz umfassend als Fabrik gedacht wird, wo sozusagen verschiedene Leute sich positiv darauf beziehen können und ihre Kämpfe miteinander verknüpfen können. Das als Schlusswort, damit wäre diese Tour einmal quer durch so ein bisschen den Allgemeinstand kritischer Stadtforschung in einer Stunde abgeschlossen. Ich hoffe, Sie haben es einigermaßen genossen. Dankeschön.